Im Mai wollte Samuel Koch, der seit einem schweren Unfall bei Wetten, dass im Jahr 2010 im Rollstuhl sitzt, mit seiner Tour in zahlreichen deutschen Städten auftreten. Es sollten Abende über die Kraft des Umdenkens und voller Spaß, Hoffnung und echter Gefühle werden, wie auf seiner Homepage steht. Die meisten der bisher geplanten Termine zur Schwerelos wie das Leben leichter wird Tour wurden jetzt abgesagt. In einem längeren Statement erklärt Koch, wie es zu den Absagen kam. Manchmal reicht es nicht zum Sieg, obwohl man alles gegeben hat. So ist es leider auch bei Schwerelos. Aufgrund der allgemeinen Kostenexplosionen wurde unsere Produktion immer teurer, während die Zuschauer aus nachvollziehbaren Gründen ihr Geld zusammenhalten und erst sehr kurzfristig entscheiden, ob sie ein Ticket kaufen oder nicht. Und weiter, in der Mehrzahl der Städte hat der Kartenvorverkauf bis zum Stichtag leider nicht gereicht. Schweren Herzens habe man Koch zufolge deshalb die Entscheidung getroffen, die Tour abzusagen. Mit Ausnahme von zwei Shows in Stuttgart und München Mitte Mai.